fertig machen für das nächste Bundesliga-Duell. Das heißt, die Prothese beiseite legen und den Beinstumpf einpacken. Farblich muss alles zusammenpassen, auch die Krücken werden markiert. Und dann kann es losgehen. Wir gewinnen das Spiel heute. Wenn wir verlieren, ist auch nicht schlimm, aber wir geben unser Bestes. Ich habe ein gutes Gefühl und los geht's. Anpfiff! Anpfiff Hoffenheim in Türkis gegen die SG Nordost. In der amputierten Fußball-Bundesliga spielen 5 gegen 5 auf dem Kleinfeld. Zweimal 20 Minuten. Wenn der Ball im Aus ist, wird er mit dem Fuß wieder ins Spiel gebracht. Natürlich ist es so, dass der Sport natürlich sehr viel abverlangt von einem. Man muss sehr viel springen auf Krücken mit einem Bein. Das erfordert auch konditionell sehr viel. Ich meine, das geht in den Oberkörper, in den Schultern, in den Oberarm und natürlich in die Handgelenke. Aber es macht sehr viel Spaß. Und im Spiel selber merkt man die Schmerzen nicht. Man spielt einfach. Fußball auf Krücken. Für Rosario Di Rocco seit vielen Jahren die große Leidenschaft. Sein Bein hat er früh verloren. Ich hatte mit 7 Knochenkrebs im Knie. Daraufhin wurde das Bein amputiert. Ich bin so groß geworden und ich kenne nichts anderes. Und von mir war das nie ein Problem. Was mir sehr liegt, ist die Verteidigung. Ich gehe manchmal sehr hart ran und manchmal zu hart. Aber das gehört dazu als Verteidiger. Und das ist meine Stärke. Fürs Toreschießen ist im Hoffenheimer Team er zuständig. Jalilu Akbere. Er war 15, als er sich in seiner Heimat Togo beim Fußballspielen am Knie verletzte. Für einen Arzt hatten seine Eltern kein Geld und behandelten ihn mit Heilkräutern. Jeden Morgen mit warmes Wasser und ein paar Pflanzen drauf. Ja, und irgendwann ist das Bein entzündet und ja, wurde amputiert. Ich sehe einfach Sachen positiv. Es ist schon passiert. Was soll man denn machen? Ich kann gar nicht verändern. Jalilu Akbere ist flink unterwegs und durchtrainiert wie ein Topathlet. Muss man schön seinen Körper bearbeiten. Gehe jeden Morgen Berge hoch, Berge runter. Ja, wie eine Maschine, so muss ich mal. Ja. Eine besondere Rolle im amputierten Fußball spielt der Torwart. Auch er hat ein Handicap, allerdings am Arm. Ja gut, die Grundvoraussetzung ist, dass man nur einen Arm hat. Es muss eine Einschränkung der Beweglichkeit da sein oder eine Amputation oberhalb vom Handgelenk. Strafstoß für den Gegner. Torwart Benedikt Berger mit einem Arm. Anpfiff Hoffenheim gewinnt die Partie gegen Nordost und feiert den ersten Sieg in dieser Saison.